Es ist einfach ein super cool aussehendes Auto, super attraktiv, viel Carbon, viel grüne Akzente, poppig, sehr knallig, in your face. Was natürlich fehlt, ist ein Auspuff. Ich glaube, das gehört hier zum Konzept. Ja, ich glaube, du hast recht. Beim Taycan war uns ganz wichtig, das Thema Grundästhetik, Grundphilosophie des Fahrzeugs nicht zu zerstören und was komplett anderes draus zu machen. Dieses Auto ist in der Basis ja schon faszinierend. We're back with another Tech Talk here at Brabus HQ, and this time it is about the color green. It's about a very special car that's new in the Brabus product portfolio, and it's about the question if tuning has a future with electric mobility. All of that is very exciting. There's a lot going on in the industry, and that is reflected in the work that we do every day. I'm super happy to discuss the Brabus-sized version of the Porsche Taycan Turbo S with you guys, and of course I'm not doing it alone. But as always, I'm happy to do it with our CTO, Jörn Gander. Jörn, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Mir geht's gut. Danke. Schönes Auto. Spektakuläres Auto. Sportliches Auto. Schwarz, grün und ich glaube One Second Wow. One Second Wow und was richtig Neues. Ja. Darum geht's heute. Es ist schon ein Auto, was ich anschaue und sage, es ist cool zu sehen, wie gut der Brabus-Umbau oder das Brabus-Sizing an dem Auto steht. Und es ist für mich auch cool zu sehen, dass es in der Ästhetik, wenn du auf das Auto zugehst, Stichwort One Second Wow, erstmal einfach nur sagst, boah, cooles Auto. Genau, also ist es auch für mich ist zum Beispiel dieses Thema, ist batterieelektrisch in dem Moment gar nicht so im Fokus, sondern es ist einfach ein super cool aussehendes Auto, super attraktiv und ja, hat batterieelektrischen Antrieb. Das kommt für mich gar nicht als erstes. Wird das für dich immer normaler? Oder wie, du gehst jetzt noch mal aus einer viel, viel technischeren Brille an das Thema Wandel der Antriebe ran. Was verändert sich dadurch? Oder wie siehst du diesen Wechsel, wenn du jetzt neben einem Turbo 911 Turbo S, Brabus-Size Version stehst, tolles Auto geworden, Brabus 820. Ja. Und zum Beispiel jetzt dem Taycan, wie er hier steht, mit komplettem Brabus-Umbau. Was passiert dann im Technikerhirn? Ich muss ganz ehrlich sagen, in den meisten Produktbereichen, wo wir uns ja üblicherweise dran tummeln, erstmal gar nicht. Ich sag mal, wir haben nach wie vor einen Exterieurumbau, wie wir das in unserem Weg interpretieren, das Auto mit zusätzlichen, gerade in dem Fall auch wieder mit viel Carbon, neu ausstatten, neu akzentuieren. Wir haben das Thema Räder. Wir haben das Thema Interieur, Fahrwerk zum Beispiel auch mit der Tiefverlegung. Da ändert sich erstmal gar nichts. Das heißt, das Grundrezept bleibt das gleiche. Viele fragen natürlich zum Thema Leistungssteigerung bei Autos mit batterieelektrischem Antrieb. Und meine Aussage dazu ist immer, und vielleicht sag mal deine Meinung, dass ich grundsätzlich immer sage, Leute, es ist ein Reifegradthema. Ne? Bei Verbrennungsmotoren hat man natürlich insgesamt als Industrie über 100 Jahre Erfahrung mit dem Thema umzugehen und die Reife des Basisproduktes definiert die Möglichkeit, damit daraus dann Spezialversionen, zum Beispiel auch gesteigerte Leistung, rauszubekommen. So, das ist sicherlich für uns in Zukunft auch ein Thema. Hier haben wir es jetzt nicht gemacht. Wie siehst du das insgesamt? Leistungssteigerung bei batterieelektrischen Autos? Ich glaube, das ist ein Thema, das wird sich mit der Zeit entwickeln. Wir sind ja an dem Thema dran. Jetzt haben wir es aus verschiedensten Gründen hier mal im Moment nicht umgesetzt. Aber wir haben auch Fahrzeuge wie den Smart EQ mit den 92R und Ultimate E-Modellen, wo wir ja heute schon ein Performance-Kit anbieten. Also da gibt es so ein Produkt schon und solche Produkte wird es dann auch für die anderen batterieelektrischen Fahrzeuge geben. Wie du richtig sagst, das ist ein Produktreifgrad-Thema. Das ist ein Thema auch für uns. Wir sind jetzt seit 40 Jahren in dem Thema Leistungssteigerung für Verbrennern extrem erfolgreich und ich sag mal mit der entsprechenden Routine unterwegs. Diese Routine und dieses Thema, wie gehen wir es an, wie ist eine Risikoabwägung, das ist natürlich auch, also auch wenn ich heute eine Leistungssteigerung beim Verbrenner mache, ist ja immer bei unseren Diskussionen eine Risikoabwägung dabei. Auch die müssen wir hier führen und da muss man uns einfach, glaube ich, nochmal ein bisschen Zeit geben. Aber nochmal, das wird kommen und ich glaube auch, dass das ein Thema sein wird. Und es laufen natürlich auch innerhalb unserer Kundschaft und wahrscheinlich auch hier im Unternehmen verschiedenste Fraktionen durch die Gegend. Du hast auf der einen Seite wirklich die kompletten Verbrenner-Fans, die sagen, Verbrenner bis ans Ende meines Lebens. V8 ist das, was ich will. Häufig auch verknüpft mit einer Sounddiskussion. Mhm. Du hast auf der anderen Seite hast du die Fraktion, ihr Auto ist die Zukunft, da kriegst du mehr Leistung, das Reichweitenproblem wird auch in Kürze gelöst.
ich nehme jetzt mal die Extreme, und dann hast du alles dazwischen. Was macht das insgesamt mit unserer Marke? Was glaubst du? Ich glaube, für die Marke Brabus und in dem, was in so einer Kern aufmacht, das heißt, die maximale Individualisierungswünsche unserer Kunden umzusetzen, macht das gar nicht so viel, glaube ich. Mhm. Natürlich sprechen wir technologisch von ganz unterschiedlichen Antrieben und auch sicherlich ganz anderen Produkten, wenn wir zum Beispiel über das Thema Leistungssteigerung sprechen, mit anderen Auswirkungen, mit anderen, Produktinhalten. Aber am Ende glaube ich, dass der Kunde von seinem Kern, ich möchte ein besonderes Auto fahren, ich möchte ein Auto fahren, das nach meinen speziellen Wünschen individualisiert ist und meinen Charakter ein Stück weit ausstrahlt. Ich glaube, das ist ganz unabhängig vom Antrieb. Ich stelle auch inzwischen immer mehr fest, dass Kunden, die nicht nur ein Auto fahren, ich glaube, das müssen wir nochmal differenzieren. Also wenn jemand wirklich nur sagt, ich kaufe mir ein Auto, und dann gibt es den, der sagt, ich kaufe mir jetzt einen Diesel, weil ich Langstrecke fahren möchte und das elektrische Autos eben noch nicht können. Ich kaufe mir vielleicht einen Benziner mit einem großen Hubraum und viel Leistung, weil ich da Spaß dran habe und Sound haben will und das Erlebnis haben will. Und ob ich jetzt damit weit komme oder nicht, ist mir egal, da fülle ich ihn eben wieder auf. Und es gibt denjenigen, der sagt, ich möchte elektrisch fahren, weil ich meinetwegen ökologischer fahren will. Auch ein spannendes, ganz, ganz spannendes Thema, ab wann das wirklich ökologischer ist. Und weil, nehmen wir eben dann den Nachteil bei der Reichweite in Kauf. Interessant wird's, wenn man sich unsere Kundschaft anschaut, dass die Verbrenner, gerade wenn es um hochwertige Sportwagen geht, um besondere individuelle Autos geht, überhaupt nicht an Stellenwert verlieren. Und ich höre immer mehr von Kunden, dass sie sowohl Elektroautos als auch Verbrenner haben und auch beide ihnen Spaß machen. Manchmal aber auch aus unterschiedlichen Gründen. Ja, aber nimm mal diese Sounddiskussion auf. Ja, natürlich, ich sag mal, hast du bei einem Sportwagen mehr dieses Thema, wo kommt der Sound, ist, wenn er ganz rein batterieelektrisch ist. Bei so einem Auto, was eine große, luxuriöse, performante Limousine ist, ist das sicherlich ein Entscheidungskriterium sein. Aber nimm dir mal zum Beispiel die Brabus Size Version vom Rolls-Royce Ghost an, dem Brabus 700. Ja. Dieses Auto hat ja, ich sag mal, so viel One-Second-Wow, hat so einen Auftritt und so eine Exklusivität, die ja gar nicht an dem Thema Sound unbedingt hängt. Das ist Leistung, ja. Die Autos haben alle Leistung, das sehen wir ja im batterieelektrischen Umfeld sowieso. Dass die Leistung am Ende, und das ist die spannende Diskussion, eigentlich alle haben. Es ist eine Frage des Packages, ob du das haben möchtest, aber jedes dieser Autos wird theoretisch und insbesondere mehr als genug Leistung haben. Mehr als genug Drehmoment haben, das ja eigentlich das ist, was meistens wollen die Kunden ja nicht Leistung, sondern eben Drehmoment, also das Gefühl beim Losfahren oder beim Beschleunigen. Und ich merke, dass es immer mehr in eine Richtung geht, wie bei vielen anderen Luxusprodukten, nehmen wir mal Lederwaren oder Uhren, wo auch keine Leistungswerte eine Rolle spielen, weil es eben alle können. Und wo es in eine Diskussion übergeht, die sich um Ästhetik dreht, die sich um die Frage dreht, was will ich eigentlich, was will ich für eine Aussage machen, sich um die Frage dreht, wie will ich denn fahren? Und natürlich kann ich mit einem, ich sag mal, elektrischen Sportwagen anders fahren als zum Beispiel hier mit einer elektrischen Limousine. Und dann entstehen wieder Unterschiede in der Fahrbarkeit. Aber es ist nicht mehr dieses Entweder-Oder, was noch vor 2-3 Jahren diskutiert wurde. Nee, ich glaube, das haben die meisten auch. Also die meisten Kunden, die so eine Affinität zu so einem Auto haben, die führen diese Diskussion gar nicht mehr. Ich glaube, die sehen, hier ist eine performante Limousine, die hat ihre Themen, Reichweite, Ladezyklen, Ladezeiten, wobei, wie gesagt, diese Themen entspannen sich ja. Auch dieses Auto mit dem Schnellladesystem ist ja eine lösbare Aufgabe. Was ich immer wieder feststelle, und wir haben ja zum Beispiel auch gemeinsamen Geschäftspartner, der letztens noch gesagt hat, der sich so ein Auto geholt hat, das passt perfekt in sein Fahrprofil. Er kommt halt mit seinen 300 Kilometer, die er maximal am Tag fährt, locker in der Batterie-Reichweite aus, ganz entspannt. Und dann ist das auch eine Gleichung oder zu einem Teil der Gleichung, die wegfällt. Weil ich habe maximal 300 Kilometer Fahrprofil, damit komme ich hin, fahre morgens voll los, komme abends zu einem Ladezustand X wieder nach Hause, habe die ganze Nacht. Trotzdem ändert sich natürlich mein Anspruch nicht an die Ästhetik des Fahrzeugs, mein Anspruch an den Innenraum des Fahrzeugs, mein Anspruch an den Auftritt des Fahrzeugs, das ist eigentlich alles gleich. Und der Möglichkeit, sich eben individuell auszudrucken, indem ich das Auto eben zu uns bringe und sage, ich möchte eine Brabus Size Version und ich möchte eine schwarz-grüne Innenausstattung, weil finde ich einfach cool.
möchte ich haben. Super, super spannende Entwicklung. Aber lass uns doch mal einfach einsteigen. Wir haben ganz viel über E-Autos im Allgemeinen geredet. Hier steht ein schönes. Ja. Und wir gehen mal von vorne nach hinten durch. Genau. Meiner Meinung nach, und wir arbeiten jetzt knappe, wie lange eigentlich? Knappe 20 Jahre? Mehr. Im Januar 25. Uiuiui. Aber knappe 20 Jahre nicht zusammen. Damals war ich noch ein bisschen so, war ich noch so groß. Aber nicht ganz. Nee. Nein. Aber nein. Auf jeden Fall war ich noch nicht hier. Genau. So, und wir arbeiten schon lange zusammen. Und ich glaube, eins, was uns eint, ist das Thema Designphilosophie und die Art und Weise, wie wir Themen umsetzen. Warum sage ich das? Weil das auch beinhaltet, dass jedes Auto, was wir uns vornehmen und Brabusizen, immer eine gewisse Grundästhetik mitbringt. Und ist jetzt ja in der Industrie, spezifisch bei Unternehmen, die mit Autos arbeiten, also im Tuning-Segment, beim Thema Veredelung, viele Dinge gibt oder wir viele Dinge sehen, wo wir sagen, das hätten wir nicht so gemacht, weil es den Grundcharakter des Autos verändert. Und beim 911er, wie auch beim Taycan, war uns ganz wichtig, das Thema Grundästhetik, Grundphilosophie des Fahrzeugs nicht zu zerstören und was komplett anderes draus zu machen, sondern es nur zu interpretieren und unseren Stempel aufzurücken, ist ein typisches Brabus-Fahrzeug draus zu machen. Genau. Also wie du richtig sagst, dieses Auto ist in der Basis ja schon faszinierend und hat ein tolles Design und ist einfach wertig im Auftritt. Und dieses Thema braucht man ja nicht gerade nochmal komplett neu interpretieren und neu umschminken. Ich glaube, das macht's kaputt. Genau, sondern einfach nur nochmal unterstreichen. Und ja. Ich sag mal, da gilt ja auch, wie du immer so schön sagst, wir kennen ja die verschiedenen Inkredenzien der Gerichte, die wir so zusammenstellen, ja, und auch für ich sag mal, Mercedes-Benz, AMG und Maybach-Modelle ja nehmen oder Smart. Und genau diese Inkredenzien, die gleichen Ansätze, nehmen wir dann auch in die Hand, wenn es um Brabus 820 für 911 Turbo S oder eben einen Brabus Sized Version von so, und das eben mit dem Maß, ich finde, das sieht man jetzt hier an dem Auto auch wieder, in dem Maß, wie wir es für nötig halten, um das Auto so zu interpretieren, dass ein typischer Brabus daraus wird und es dabei trotzdem noch seine Grundidentität behält. Genau. Das ist was mir persönlich immer sehr, sehr wichtig ist und das ist auch eine permanente Diskussion, die wir bei jeder Abnahme führen. Wenn es darum geht, ist der Spoiler zu viel, hat das Carbon noch eine Geometrie, was ist wie kompliziert gestaltet, dann auch Themen wie Verbaubarkeit, wie gehen wir mit dem Auto um, ja, wie sieht es langfristig aus, alle die Themen spielen eine Rolle. Anyway, so, Design, Brabus-Version vom Taycan Turbo S. Also, fängt erstmal an, vorne als erstes sehen wir, ich finde, wunderschön gewordene Kohlefaserteile. Genau, wir haben eine Frontspoilerlippe, wie üblich bei uns. Wir haben die Frontschürzeneinsätze, die, ich sag mal, die Lufteinlässe bei dem Auto vorne nochmal deutlich akzentuieren, deutlich ausgeprägter darstellen, wie ich finde, nicht übertrieben. Und wir haben nochmal seitlich diese zusätzlichen Winglets dran, die diesen Lufteinlass zum Radhaus hin nochmal unterstreichen. Jetzt ist ja Luftführung bei einem Elektroauto nochmal eine ganz andere Nummer als beim Verbrenner. Nein, also ich sag mal, am Ende hast du auch Komponenten, gerade die Batterie, die Kühlung braucht. Natürlich, ich sag mal, ist der Gesamtkühlungsbedarf nicht größer als bei einem großen 8-Zylinder-Turbo zum Beispiel. Aber ja, also wir brauchen die Luftführung und vor allem ist ein ganz wichtiges Thema dabei. So ein Auto lebt ja von seiner Effizienz, also von seinen Fahrwiderständen, ne, damit eben definitiv der Verbrauch nicht irgendwo in astronomische Höhen hochgeht, also der Stromverbrauch und damit die Reichweite irgendwie kollabiert. Und deshalb muss man bei diesen Sachen natürlich entsprechend aufpassen, dass man die aerodynamische Effizienz da nicht zerstört. Oder wie gehen wir damit um bei den Autos? Indem wir uns sehr gut überlegen, was machen wir und das natürlich entsprechend im Windkanal und bei Fahrversuchen validieren. Das haben wir auch getan, sowohl mit dem 911er als auch jetzt mit dem Taycan. Genau, mit dem Taycan auch und machen zum Beispiel jetzt auch nochmal eine relativ lange Untersuchungsreihe im Windkanal, Justament gerade, für ein anderes spannendes Auto. Also das ist ein Thema, mit dem muss man sich sehr intensiv auseinandersetzen. Früher immer mehr in diesem Thema Auftrieb, Abtriebsverhalten, also aerodynamische Balance. Ist ja immer noch ein Thema, aber meistens sind die Autos ja schon so gut ausgerichtet, dass wir
ein leichteres Spiel haben als früher. Genau. Das heißt also nicht, dass wir nichts tun müssen, aber es ist ein bisschen, ist bei ich immer so in der Sportlimousine schon mal eine sehr gute Basis vorhin. Dann hast du natürlich bei den Autos immer sehr aktiv geregelte Fahrwerke, die das natürlich auch immer irgendwo kompensieren können. Aber das Thema, wie gesagt, aerodynamische Effizienz ist hier auf jeden Fall ein Thema. Und da muss man tunlichst aufpassen, dass man da jetzt hier nicht irgendwie das Kind mit dem Bade ausschüttet. Ja. Jetzt mach mal grundsätzlich, ich hoffe, das unterscheidet uns immer noch von einigen anderen Playern in der Branche. Ich glaube uns, auch. Ja. Uns ein bisschen Gedanken. Ja. Um nicht zu sagen, relativ viel Gedanken bei allem, was wir tun. Genau. Wie zum Beispiel Windkanaluntersuchungen, wie zum Beispiel thermische Untersuchungen, wie alles, was gemacht werden sollte bei so einer Veränderung. Ich finde, als Ergebnis ist die Frontschürze wirklich, wirklich schön geworden. Sowohl der Frontspoiler an sich, als auch die Lufteinlässe. Genau, machen das nochmal deutlich. Und wieder auch diese Wertigkeit mit Kohlefaser, die immer wieder einfach nur schön ist. Jetzt haben wir natürlich hier vorne auch nochmal, man sieht es unterm Kennzeichenhalter, wirklich dieses eingelassene Brabus. Weil natürlich die gesamte Front beim E-Auto sich schon verändert. Es ist anders. Wir sind alle große Grills gewohnt, große Lufteinlässe gewohnt. Und so ein bisschen ändern sich die Geometrien ja schon. Ja, das stimmt. Du hast natürlich hier bei diesem Auto auch überhaupt eine sehr kompakte Front. Also der Wagen hat ja vorne eigentlich eher so einen Sportwagencharakter mit seiner sehr flachen Front. Und deshalb, ist einfach, ich sag mal, ich glaube ausgewogen, kleine Teile, trotzdem deutlich sichtbar und in der hochwertigen Carbonoptik was das Auto akzentuiert, individualisiert, aber nicht komplett nicht mehr als Taycan erkennbar macht. Und alle Teile natürlich, ich meine, das ist für uns selbstverständlich, aber ich kriege die Frage trotzdem häufig, bei uns komplett entwickelt und auch bei uns komplett gefertigt. Genau, wir haben ja unsere eigene Fertigung, machen das alles hier auch, wie üblich bei uns, Prepack Carbon, was sicherlich auch nach wie vor immer die aufwendigste Herstellungsmöglichkeit ist. Und ein Thema, was mir ja zum Beispiel auch immer wichtig ist, ist die Orientierung der Fasern. Da legen wir ja auch immer viel Wert drauf, dass wir genau eben so eine 45-Grad-Orientierung haben. Ich glaube, das ist eine Berufskrankheit. Also egal, ob sie 45 Grad ist oder wie auch immer sie ist, sie sollte immer exakt sein. Ja. Und es ist leicht, sich mit verschiedenen Menschen ein Produkt anzuschauen, die alle begeistert sind. Und ich stehe dann daneben und sage, ja, das geht ja gar nicht. Und dann kommt häufig die Frage, warum geht es da gar nicht? Weil die Faserverläufe falsch sind. Ich erinnere mich an die ersten Prototypen der 1300R, wo wir diskutiert haben, viele, viele Anfangsversuche, ne? Wo wir dann relativ viele Versuche machen müssen, weil natürlich, und da haben wir vor einiger Zeit ja mal mit Jean-Pierre Krämer ein interessantes Video zugemacht, wie wir bei CSP, Carbon Superparts, unserer eigenen Kohlefaserfertigung, Carbon legen. Und das Problem beim Carbon ist ja, dass man es im Prinzip blind legen muss. Also ich arbeite in eine Form, in ein Negativ hinein beim Prepreg Carbon. Und sehe das fertige Ergebnis eben erst, wenn ich es aus dem Ofen hole und aus der Form nehme. Und das bedingt natürlich, dass wenn ich Faserverläufe so exakt hinbekommen möchte, wie jetzt hier, hier mit dem Break in der Mitte, auf der einen Seite 45 Grad, auf der anderen Seite 45 Grad von der anderen Richtung kommt, das ist schon ein bisschen Kunst. Ja, und wie du sagst, die Schwierigkeit dabei ist, du siehst eigentlich nur, ob du gut und sauber gearbeitet hast, wenn eigentlich alles schon zu spät ist. So, also du kannst nicht sagen, okay, das hat jetzt nicht geklappt, das mache ich nochmal neu, sondern du musst es bestmöglich machen, sauber arbeiten. Dann durchläuft das ganze Bauteil den kompletten Fertigungsprozess. Bei manchen Sachen sogar bis zum Lackieren, weil manche Sachen kommen erst beim Lackieren auch richtig raus, weil das wie so eine Lupe wirkt auf die Faserebene rauf. Und dann hast du eigentlich ein fertiges Teil drauf, guckst drauf, siehst irgendwo einen Verzug und sagst, das war nichts. Machen wir dann nochmal. Genau. Das ist auch einer der Gründe, warum Kohlefaser immer noch eins der teuersten Materialien ist, die man... Ja, und vom Prozess auch halt. Es ist immer ein händischer Prozess. Also bei uns ist ja wirklich ein händischer Prozess. Natürlich werden die Teile selber, die werden auf einem großen Cutter geschnitten, CNC geschnitten. Aber das Legen, das Ausrichten ist ein händischer Prozess. Ist und bleibt ein händischer und quasi künstlerischer Prozess. Genau, ähnlich wie die Sattlerei dann auch. Static, weißt du, was wir machen? Wir verlinken einfach mal das Video mit Jean-Pierre oben hier in dem Video. Deshalb, wenn euch interessiert, wie wir Carbon fertigen, einfach mal draufklicken. Ist ein spannender Walkaround und er stellt auch alle möglichen blöden Fragen, die ich sehr, sehr interessant fand teilweise und auf die man selber immer gar nicht so kommt. Ja, gibt einen guten Eindruck, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da sich dafür interessiert. Das auch bevor wir jetzt weiter zum Rad gehen, lass uns mit eine Frage. Das Thema Reichweite hat man vorhin kurz angesprochen. Jetzt zum einen ändert sich natürlich im Moment auch bei Elektroautos das Thema Reichweite. Also es wird mehr, es kommen immer wieder neue Batteriekonzepte.
auf den Markt. Tesla experimentiert jetzt mit weiterführenden Batterien. Bei Porsche geht es weiter. Toyota ist mit Solid State Batteries dran. Alle entwickeln in rapider Geschwindigkeit. Lass uns mal von Kundensicht einmal drauf schauen. Wenn ich einen Benziner fahre und dann womöglich noch Umbauten vornehme an dem Auto, ist das ja auch immer eine Frage gewesen, ob es die Aerodynamik beeinflusst. Wenn ich jetzt ein batterieelektrisches Fahrzeug fahre, ist es natürlich auch ein Thema und im Moment ein ganz besonderes, weil alle drauf schauen. Ist das was, was sich erledigen wird mit der Zeit? Oder ist es vielleicht den Kunden sowieso, ist es vielen Kunden heute schon egal und ist es nur ein Medienhype? Ich glaube, eine Mischung aus beidem. Natürlich sind die Kunden nach wie vor ein Stück weit verunsichert. Zumal ja auch, ich sag mal, so eine Entscheidung, so eine bewusste Kaufentscheidung zu einem Auto ja immer auch ein entsprechendes finanzielles Commitment ist, ja, weil die Autos sind einfach teuer. Das heißt, wenn man diese Investition tätigt, will man natürlich auch was haben, was sicher immer in jedem Fahrprofil ist. Die Entscheidung war vom Verbrenner immer leicht, weil im Zweifelsfall habe ich es halt immer in 5 Minuten oder 10 Minuten getankt. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Genau, weil am Ende haben wir ja heute gar kein Reichweitenthema, weil ich glaube, die durchschnittliche Fahrleistung von uns allen ist irgendwas mit, ich habe mal was gelesen, von 60, 65 Kilometern. Also weit, weit unter dem, was ja jedes Elektroauto heute kann. Natürlich, ich sag mal, ein Smart EQ mit 120 Kilometern ist da ein bisschen eingeschränkter, aber für seinen urbanen Bereich auch mehr als 1000. Ich würde aber auch nie auf die Idee kommen, mit dem Smart EQ jetzt zum Beispiel von mit dem Ultimate E in unserem Fall, ja, von Bottrop nach Stuttgart zu fahren. Genau. Aber ich sag mal, dieses Thema wird sich entwickeln, die Reichweiten gehen hoch. Ich persönlich glaube, dass es beide Sachen gibt. Wir schielen natürlich immer sehr im Moment sehr auf das Thema Batterie und die Entwicklungen, die da kommen und noch kommen werden. Ich glaube aber auch, dass das ganze Thema Fahrwiderstandsreduzierung ein wesentliches Thema ist. Es ist natürlich einfach ganz einfach. Brauche ich 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer oder brauche, wie jetzt zum Beispiel die von Mercedes-Benz vorgestellte Studia EQX, 10 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist die dreifache Reichweite. Das heißt, dann werden sich auch Autos verändern und womöglich auch mal ganz andere Formen bekommen. Genau, ich meine, man sieht das bei der Studie von Mercedes, die ich jetzt, ich denke, ich kann das hier sagen, wirklich herausragend finde. Ja, stimmt schon. Tolles technisches Konzept, vor allem auch vom Mindset toll, weil ich mache halt eben mit einer 100 Kilowattstunde Batterie bei 100 Kilowatt pro 100 Kilometer, 1000 Kilometer Reichweite, ohne mich anzustrengen. Jetzt sind das natürlich auch immer Themen, wo man sagen kann, wie realitätsnah sind die, wie ist der, groß ist der Laborfaktor. Aber egal, der Trend geht ja in diese Richtung und den Trend finde ich sehr gut, sehr bemerkenswert und ich glaube auch der richtige. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch heute schon ganz viele Leute gibt, die einfach ein tolles Auto haben wollen. Die haben alle im Zweifel immer noch das Thema, wo lade ich es auf? Also Ladeinfrastruktur ist hier das wesentliche Thema, wie du gerade sagtest. Wenn der Verbrenner leer ist, fahre ich im Zweifel an die Tankstelle und fülle eben wieder auf. Genau. Innerhalb von 2 Minuten bin ich fertig, gehe eben bezahlen und kann ich weiterfahren. Da liegt das Unbehagen beim Thema E-Auto. Standardisierung und Verfügbarkeit von Ladesäulen flächendeckend, ohne 5 Stunden anstehen zu müssen. Ja, die Betreiber, Bezahlthemen, dass ich überall auch wirklich sicher bezahlen kann. Da gibt es halt viele Themen, die in dieser Infrastruktur... Absolut, deutlicher Strukturierung bedürfen. Ja. Wenn man sich beispielsweise anschaut, was einfach in der Tesla-Tuning-Szene passiert, dann wird unheimlich viel gemacht. Übrigens mit dem Taycan auch. Auch, wollte ich sagen. Es sind sehr lebendige Autos, wenn es ums Thema Umbauten geht, ums Thema Individualisierung geht. Und es spiegelt nicht das wider, was häufig in den Medien an Reichweitendiskussionen stattfindet. Ich sehe da eher die gleichen Ansätze wie in den letzten 45 Jahren unserer Unternehmensgeschichte. Nämlich, dass jemand hingeht und sagt, okay, ich möchte gerne eine Tieferlegung, ich möchte gerne breite Räder, ich möchte oder gut aussehende Räder, die dann häufig auch breiter sind. Ich möchte gerne Karosserie, die so ist, wie sie mir gefällt. Und ich möchte gerne auch ein Interieur, was so ist, wie es mir gefällt. Das Thema Abgasanlage fällt natürlich weg, aber ansonsten sind das die gleichen Muster? Und absolut. Das ist ja auch menschliche Basispsychologie, ne? Das ändert sich ja irgendwie. Ja, und ich glaube, ich sag mal, wie du richtig sagst, in der breiten Öffentlichkeit, gerade beim Thema E-Auto, wenn wir beim Thema Reichweiten sind, wird das ja sehr rationale Beweggründe diskutiert. Also rationale Gründe ist ja ganz rationaler Grund, wenn ich sage, was hat so ein Auto denn Reichweite? Ja. Aber ich glaube,
eben genau, dass das ein Teil der Diskussion ist. Viele Kunden, gerade zum Beispiel Kunden, die zum Beispiel einen Taycan kaufen, sagen, ja, passt für mich die Reichweite. Und unabhängig davon, super geiles Auto. Das Auto als solches begeistert mich. Die Reichweite ist, ja, klar. Ja, aber nee, nichts steht überhaupt nicht im Vordergrund. So, Räder. Sehr gut. Räder. Wir haben es ganz am Anfang kurz angesprochen. Monozett, 22 Zoll, nicht wie beim 911 mit dem Zentralverschluss, aber mit einer ähnlichen konkaven Bewegung im Rad. Ganz, ganz spannendes Rad mit den schwarzen Flächen, mit den glanzgedrehten Flächen. Natürlich auch Brabus Ventildeckel dran und Namenkappe wie immer. Ich finde, die Mono Z hat sich richtig gemacht. Ja, vor allem sie zeigt so ein, ich sag mal, ja, wie soll ich es richtig ausdrücken, so eine Anpassungsfähigkeit. Sie passt auf sehr unterschiedliche Autos mit den entsprechenden kleinen Unterschieden, wie zum Beispiel beim 911er mit dem Zentralverschluss. Ist ein Rad, was wir auf einer S-Klasse haben, was wir auf dem G-Modell haben, da wo wir es herkennen, aber was auch unheimlich gut zu so einem Taycan Turbo S passt. Und das zeigt, ich sag mal, für mich so ein bisschen die Solidität des Basisdesigns. Ja. Also hat die Mono Z schon die Mono F komplett abgelöst? Ja. Einen der Klassiker, den wir ja, ich finde Mono F war ja immer einer der absoluten Brabus-Klassiker. Ist das überholt? Oder? Ja, ich sag mal, ich glaube, die Mono F hat immer noch ihre Berechtigung und ist immer noch ein Klassiker. Aber ich sag mal, in der breiten Wahrnehmung, im Gesamtverkauf, gerade zum Beispiel in der 24-Zoll-Kombination für die großen SUVs, Nummer 1 Rad, weit vor allen anderen. Wie siehst du es aus, ich sag mal, aus reiner Designperspektive? Weil ich würde sagen, dass für mich die Mono F ein Rad ist, was wir, ich sag's jetzt mal, auch wenn es mir vielleicht hinterher wieder aufs Butterbrot geschmiert wird, immer im Programm haben sollten. Ja. Für mich ist das wie Vitra Eames Chair. Das ist eines der, den ich immer gerne als Beispiel für ein originales Designprodukt ranziehe, weil das ein klassisches Brabus-Design ist. Klassisches Brabus-Vielspeichen oder Mehrspeichen. Vielspeichen haben wir gerade noch ein anderes Thema im Anlauf. Ein klassisches Brabus-Mehrspeichen-Design ist, was bei ganz, ganz vielen Modellen ab, ich weiß gar nicht, wann haben wir sie eingeführt, 2000? Wir haben es mit dem SLS damals. Also 2011 eingeführt und seitdem eine große Rolle spielt und wiederum auch eine Iteration war von einem anderen Rad. Also deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass die Mono Z in die gleichen Fußstapfen tritt, weil sie halt, ich sag mal, die Felge beweist, dass sie ein solides Design hat, weil sie auf so viele Autos gut passt. Sie sieht wirklich gut aus. Ja. Sie sieht immer anders aus. Genau. Wenn ich sie auf einem SUV sehe, sieht sie sehr gut aus. Wenn ich sie auf einer Limousine sehe, sieht sie anders aus, aber immer noch sehr gut. Ich finde auch, je nachdem, ob die glanzgedrehten Elemente, die an jeder Speiche ja vorhanden sind, dran sind oder ob ich sie zum Beispiel mitlackiere oder auch, ob ich sie wenn ich sie in Kontrastfarbe nochmal lackiere, also hier beispielsweise jetzt in Grün absetze, ja, ein riesiges Spielfeld hat man. Es ist ein riesiges Spielfeld durch diese zwei verschiedenen Oberflächen und durch die Geometrie der Felge insgesamt. Und dadurch entsteht eine Ästhetik, die unheimlich wandelbar ist. Ja, das stimmt. Echt spannend. Weiter geht's mit dem Sideflap, den wir hier nur hinten haben. Nicht wie beim 911 zum Beispiel vorne und hinten als Zusatzausstattung zur bereits ja hier von Porsche vorhandenen SA auf dem Seitenschweller. Hier der Sideflap. Ist das ein reines Optikteil oder hat es auch aerodynamische Relevanz? Es hat auch eine aerodynamische Relevanz, weil wir mit dem Flap hier seitlich die Luft nochmal nach außen führen, weil wir ja mit dem größeren und breiteren Hinterrad ein bisschen weiter rausstehen hier in dem Bereich, führen wir hier die Luft nochmal weg vom Rad, so dass es ja auch einen kleinen, aber aerodynamischen Effekt hat und die Aeroeffizienz auch entsprechend sicherstellen. Ja, und auch ein schönes Carbonteil, was sicherlich auch optisch noch mal ein bisschen zum Hinterrad hinführt. Ja, genau. So, Heck, Jörn, da sind wir wieder beim Thema Elektroauto. Ja. Alles anders und irgendwie dann doch wieder nicht. Genau, also ich sag mal, ich fange mal an mit doch wieder nicht. Ich geh mal aus, üblich haben wir einen sehr deutlich und sehr akzentuierten Heckdiffusor mit den entsprechenden Finnen da drin. Kohlefarbe natürlich lackierte alles und lackierte Elemente gemischt. Finde ich ein schöner Mix. Ja, das haben wir ja ein paar Mal schon gemacht, hier und da. Auch gerade mit dem Schwarz-Glänzen immer eine schöne Kombination, weil es einfach auch noch mal ein bisschen mehr Akzent reinbringt. Ja. Kann man natürlich in Kontrastfarbe machen, dann wird es richtig aggressiv.
Oder auch sehen mal wir auch bei einigen Individualkonfigurationen von Kunden. Ja. Meine persönliche Wahl wäre immer, es in Wagenfarbe zu machen, aber kann man mitspielen. Genau, kann man mitspielen. Kann man zum Beispiel auch hier mal so einen farbigen Streifen nur drauf, irgendwie so ein Pinstripe, das kann man machen. Dann auch hier diese seitliche Carbonverblendung nochmal drüber, die das nochmal deutlicher macht mit dem Auslauf hier seitlich für die Luftführung auch. Also ich sag mal, sehr typisch Diffuser-Optik, so wie wir es üblicherweise auch machen. Auch hier wieder zum Beispiel mit der Teilung der Faser genau in der Mitte und der 45 Grad, also dieser Fischgräten-Optik. Was natürlich fehlt, ist ein Auspuff. Weil das ist anders, das ist klar. Ich glaube, das gehört hier zum Konzept. Ja, ich glaube, du hast recht. Ist das jetzt was wegfällt? Oder ist das ein neues Potenzial zum Design am Heck? Ja, du kannst natürlich viele Sachen machen. Ich glaube, dass es nicht fehlt, weil es... Ich fände es auch sehr befremdlich, wenn du irgendwelche Fake-Blenden dahin machen würdest. Das fände ich ganz schlimm. Dass es eine Diskussion gab, insbesondere so vor 4, 5 Jahren, als das Thema E-Mobilität gerade anfing. Also gerade anfing abzuheben. Das Thema gibt es natürlich schon viel länger. Und dann auch teilweise Dinge zu sehen waren, wo eben nachträglich eine Verbrenneroptik an ein Auto gebaut wurde, was ich persönlich ganz schrecklich finde. Ein ähnliches Thema gibt es beim Thema Soundgeneratoren, wo ich auch eine eindeutige Meinung habe, nämlich dass ein E-Sound ja nicht keinen Sound hat, sondern seinen ganz eigenen Sound. Genau. Je nachdem, was verbaut ist, wie es gebaut ist, auch nochmal mehr oder weniger. Und ich auch das Thema Soundgenerator heute, wir haben es auch mal anders gemacht. Ne? Wir haben damals zum Beispiel, ich glaube beim Tesla Roadster war es, auch einen Soundgenerator ganz, ganz früh gezeigt. Jetzt sind wir eine ganze Ecke weiter. Meine Meinung ist, Elektroauto hat einen Elektrosound oder einen Soundgenerator, der den Sound verstärkt, aber es muss zum Fahrzeug passen. Hat natürlich auch Safety-Themen. Also es muss. Ja, da gibt es ja mittlerweile auch Regelungen zu. Wird es auch, glaube ich, immer mehr Regelungen zu geben. Mhm. Und ich finde, wenn man es mit einem positiven Framing betrachtet, dann ist es ein Designpotenzial am Heck. Wie sieht es denn aus mit Anforderungen? Front? Bleibt auch nicht gleich, haben wir potenziell geänderte Kühlungsanforderungen. Ja. Heck, fällt der Auspuff weg. Damit ist auch thermisch am Heck eine ganze Menge anders als vorne. Wie siehst du das Thema? Wie du sagst, also ich würde nie einen Fake-Auspuff reinmachen, weil es einfach nicht authentisch ist. Das ist Quatsch auf gut Deutsch. Ansonsten bietet es Möglichkeiten, natürlich das Heck nochmal anders zu interpretieren. Man kann auch zum Beispiel mit dem Thema Materialität nochmal ganz anders arbeiten, weil wir waren ja früher auch immer sehr eingeschränkt, wie du sagst, Abstrahlung, Hitze, Temperaturen und so weiter. Das ist zum Beispiel ein Thema nach wie vor, gerade beim Brabus 820 auf Basis 900F Turbo S, was super kompakte Bauräume sind, wo alles wahnsinnig heiß wird. Das ist ein Thema, was hast du hier nicht. Deshalb kann man auch hier mal zukünftig mal über andere Materialien und anderes Design nachdenken. Ganz, ganz spannendes neues Spielfeld, wo sich auch viel verändert. Brabus Masterpiece-Logo nochmal hier als allerletztes angesprochen. Und es erreicht immer mehr die Frage, was denn mit dem Schriftzug, mit den Umrandungen ist. Und ich glaube, das müssen wir vielleicht nochmal deutlich klarstellen. Wenn es ein Schriftzug ist mit Umrandung und wie hier in Kohlefaser, muss er nicht in Kohlefaser, könnte auch Umrandung sein, ohne dass es Kohlefaser ist, aber wenn es ein Schriftzug ist mit Umrandung, dann ist es Teil des Masterpiece-Pakets und ein Masterpiece ist ein voll ausgestattetes Brabus-Fahrzeug, bei dem wir alles tun, was wir können. Das ist wiederum, ich muss aufstehen hier, ach komm, ich bin zu alt dafür. Das ist wiederum eine spannende Diskussion, weil wir hier natürlich keine Leistungssteigerung haben. Also was ein Brabus Masterpiece ist und das ganze Paket verdient, heißt im Prinzip unser Top-Label innerhalb der Brabus Produktfamilie. Das ändert sich ja immer wieder. Ne? Es kann sein, dass es zu Anfang in der S-Klasse jetzt zum Beispiel der S500 ist. Wenn der auf den Markt kommt, das ist natürlich das Brabus-Programm für den S500 ist, mit komplettem Interieur, mit Leistungssteigerung, mit Abgasanlage, mit Karosserieumbau. Und dass sich das dann aber natürlich wandelt, wenn es eine stärkere Version gibt, den S63 zum Beispiel. Und wir führen gerade eine sehr intensive Diskussion, intern auch, ab wann wir denn das Label Masterpiece bei jedem Auto verwenden. Und wir entdecken, dass es keine standardisierte Vorgehensweise gibt, sondern wir ganz eindeutig für jedes Fahrzeug immer wieder neue Grenzen aussprechen müssen. Ja, grundsätzlich, ich finde eine Formulierung, die hast du gerade gesagt, alles das, was möglich ist.
Das heißt, das ist ja genau in dem Fall, Auto hier der Fall. Wir haben alles gemacht, was wir können. Das ist das, was das Brabus Preisliste sozusagen hergibt. Ja. All das ist drin und damit ist es natürlich auch ein Brabus Masterpiece, weil mehr als das, was wir hier umgesetzt haben, kann man im Moment nicht für den Teig so. Und wenn es sich ändert, dann ändert sich das eben mit. Genau. Das ist eine Frage, die im Moment kommt. Und natürlich, seitdem wir das Masterpiece-Label letztes Jahr eingeführt haben, ganz, ganz viele Kunden danach fragen. Das ist, wenn du auch mal gerade das Label im Sitz und die entsprechenden Elemente, zum Beispiel beim G am Griff, ja, auf der Beifahrerseite, das Inlay mit dem kleinen Brabus-Schriftzug, sind natürlich Details, die viel nachgefragt werden. Und genau daraufhin haben wir nochmal nachgeschärft und das wird auch bei den kommenden Modellen immer so bleiben. Last but not least, am Heck natürlich ein, ich finde, sehr, sehr gelungener Heckspoiler. Ist es ein Heckspoiler oder ist es eine Heckspoiler-Lippe? Es ist eine Heckspoiler-Lippe. Ne? Also eine dezente aerodynamische Verstärkung, genau, die aber auch echt klasse aussieht. Ja, was ich sehr schön finde, dass sie sehr weit gezogen ist, dass sie noch über die Kotflügel hier hinaus gibt. Das heißt, der Heckdeckel selber ist ja nicht so breit und der Übergang hier seitlich auf die Kotflügel, gerade der Lampenkontur folgen, finde ich, hat einen sehr schönen Verlauf, macht das Teil sehr wertig. Dann auch wieder in der Kohlefaseroptik. Du siehst es von hinten, selbst wenn du hinterher fährst, natürlich von hier aus noch von der Seite. Ganz, ganz cooles. Also es ist überall sehr, sehr präsent. Ganz, ganz cooles Teil, finde ich. Macht das Auto von hinten im oberen Bereich nochmal deutlich, deutlich wertig. Und ich finde auch, hier gibt es ja auch wieder Diskussionen, ne? Können wir jetzt anfangen, eine halbe Stunde über das Thema Heckflügel, Heckspoiler, Heckspoiler-Lippen diskutieren. Haben wir heute keine Zeit, wir machen vielleicht mal an anderer Stelle. Ist ein spannendes Thema, unter anderem auch wieder beim 911er, wo wir da ja deutlich mehr zu bieten haben. Ja, ja, genau. Aber passt da ist natürlich auch so, Gottes Garten ist groß. Also da gibt es den Geschmack und den Geschmack. Ja. Es gibt Kunden, die sagen, ja, so eine Lippe ist schon das Größte der Gefühle, was ich habe. Der andere sagt wieder, boah, da muss ein riesen Flügel drauf. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt beides. Ganz eigene, beim 911er so meine ganz eigene Einstellung zum Thema Heckflügel und Turbo S, aber... Vielleicht kommt da kommt was. Komm, dann gehen wir mal zum Wesentlichen. Ich glaube, wenn man das Auto hier zum ersten Mal sieht, fällt nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick eins ins Auge, nämlich grün. Und zwar eine ganze Menge grün. Viele grüne Akzente. Schauen wir mal das Interieur an. Nicht nur der Bremssattel. Nein. Das kommt im Innenraum auch nochmal vor. Komm, wir gucken das Interieur an. Lass uns anschauen. Grün. Wir müssen natürlich immer wieder mal was Neues machen. Jetzt haben wir natürlich schon mal grüne Autos gebaut. Ist aber eine Farbe, die bei unseren Kollektionsautos, also dem, was wir für Messen, für Releases bauen, eher selten ist. Richtig, aber du kennst die Autos schon, die wir jetzt in nächster Zeit auch nochmal releasen. Da sind noch ein paar knackigere Farben als dieses Grün dabei. Keine Frage. Das ist sehr poppig, sehr knallig, in your face, gar keine Frage. Aber ich finde gerade jetzt mit dem ansonsten schwarzen, sehr dezent. Ich wollte gerade meckern, genau. Aber ich finde es eigentlich, klar ist es eine auffällige Two-Tone-Ausstattung, aber es ist ja nicht alles grün. Es ist ein Akzent, der im Prinzip genauso gearbeitet ist wie ein roter Akzent, nur dass du einige flächige Elemente drin hast. Also zum Beispiel die Mittelkonsole mit drin hast, wo es oben dann natürlich auch links und rechts zur Seite geht, Beifahrer- und Fahrer-Dashboard, unterer Teil, aber auch die Verkleidung rechts auf der Beifahrerseite unten ist grün. Wenn du jetzt die Flächen etwas reduzieren würdest, wäre es eine ganz normale Two-Tone-Ausstattung. Wie ein Fahrzeug schwarz mit roten Nähten zum Beispiel, was eine sehr beliebte Kombination ist. Ja, hier siehst du sehr schön ja mit der Doppelnaht und der Biese auf der schwarzen. Jetzt entbrennt sich ja hier auch intern eine Diskussion um die Frage Nappa oder genarbtes Leder. Ist eine Designfrage, ist eine Philosophiefrage. Häufig, ich bin immer der sagt, na, ich möchte gerne genarbtes Leder, weil es finde ich viel mehr... Oldschool Brabus widerspiegelt, weil es mehr Textur bietet. Und auf der anderen Seite gibt es die Fraktion, die sagt, ja, aber Glattleder sieht moderner aus, ist ein coolerer Look. Dann komme ich wieder und sage, ja, sieht aber näher an der Serie aus, macht weniger fürs Auge. Also das ist so ein Thema, was wir wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch diskutieren werden. Ja, man ist, glaube ich, genauso wie der eine sagt, süß oder salzig. Das ist so ein bisschen die Diskussion eigentlich.
Ich glaube, deine Argumente absolut richtig. Ein genabtes Leder, gerade diese hochwertig genabten, sehr weichen Leder, wie wir sie ja benutzen, siehe zum Beispiel die Innenausstattung vom Brabus 700, ja. Brabus Size Version vom Rolls-Royce Ghost, illustriert das ja extrem gut. Ja, wie hochwertig und interessant das auch aussieht. Irgendwie mehr. Es ist irgendwie noch tiefer. Es hat irgendwie mehr. Es hängt auch mit der Polsterung zusammen. Ne? Es ist nicht rein das Leder, sondern es ist auch der Griff, wenn du es berührst, dass es schön weich ist und viel fürs Auge hergibt. Es ist sehr, sehr rich, würde man im Englischen sagen. Das ist beim Glattleder anders, hat eher einen sportlichen Charakter, einen sehr, sehr modernen, reduzierten Charakter, aber es macht eben was mit dem Auto. Genau. Hier haben wir jetzt uns für Glattleder entschieden, was natürlich auch zum modernen Thema passt des Autos. Ist ein, das war der Hintergrund. Quasi futuristischen Thema des Autos passt. Und deshalb ist es hier Glattleder. Genau. Aber auch, kann man natürlich jetzt schlecht zeigen, muss man uns ein bisschen glauben, tolle Haptik. Also ich sag mal, die Nappa-Qualität, die wir ja nehmen, hat einen tollen Griff, hat eine super Geschmeidigkeit, wirklich, wirklich ganz hochwertig. Hat also auch vom Geruch her. Hat mit der Qualität nichts zu tun. Nein, ist nur die Art der Verarbeitung. Genau. Also im Prinzip wie bei einer Ledercouch, kann ich mich jetzt entscheiden, möchte ich die eine Optik oder möchte ich die andere Optik? Genau. Aber komm, lass uns doch mal reinsetzen, dann gucken wir uns das erstmal an. Das machen wir. So, boah. Guck mal. Erstmal finde ich es ein schönes Interieur, passt zum Auto von außen. Ich finde die Sitze stark. Ja, ich sag mal, klar, grün ist dominant hier drin, aber ich finde es in diesem Kontrast mit dem Schwarz, in dem Nappa-Leder, wirklich toll, sehr individuell, knackig, aber zeigt die Möglichkeiten, die man einfach hat und die wir bieten. Und passt zum sportlichen Charakter des Autos. Absolut. Ich finde es toll, auch hier mit den Details. Wir haben auf den Sitzen und den Fußmatten vorne und hinten unser Crest-Stickmuster. Genau. Mit der Unterlegung ist ein Thema, was man erst auf den zweiten Blick und ja ganz bewusst erst auf den zweiten Blick sieht. In dem Fall natürlich wieder grün. Das heißt, ich kann ans Auto laufen, schaue auf den Sitz. Er ist schwarz und sobald sich dann mein Sichtwinkel etwas verändert, sehe ich, ach guck mal, da scheint was durch. Das ist natürlich deshalb der Fall, weil wir aktiv nochmal eine Schicht grünen Stoff unter das gelochte Leder in dem Fall legen und somit dann das Grün durchscheint. Das ist eine wirklich spannende Geschichte, die wir jetzt seit 3-4 Jahren immer mehr machen, seitdem wir die Technik entwickelt haben. Und es sieht eigentlich in jedem Auto toll aus. Dieses Auto hat natürlich auch eigentlich einen sehr Sportwagencharakter von der ganzen Raumgeometrie. Alcantara-Lenkrad hier auch wieder mit den grünen Nähten. Also sehr sportlich, sehr knackige Ausstattung. Insgesamt finde ich, passt das Interieur top zum Auto. Und jetzt würde ich sagen, wir steigen wieder aus, weil Leute, wir drehen das Ganze hier mitten im Sommer, Ende Juli. Es ist unfassbar warm in Bottrop. Raus hier! Vor einiger Zeit ist uns ja immer wieder die Frage gestellt worden, ist das Brabus? Und natürlich gibt es am Markt da draußen immer noch viele, die jetzt, nachdem wir den 911er in der Brabus-Version veröffentlicht haben und auch jetzt den Taycan, die immer noch heiß diskutieren. Ich finde, wenn ich die Autos sehe in einer Reihe mit dem, was wir bisher in den letzten 45 Jahren gemacht haben, muss ich sagen, es ist eindeutig eine Brabus-Version. Es ist eindeutig ein Brabus-Masterpiece. Alle Elemente, egal ob die Felge, ob die Carbonteile, das Interieur, der kleine Heckspoiler, stehen dem Auto unheimlich gut. Der Charakter des Autos ist gewahrt. Es ist immer noch ein Porsche Taycan. Der genau wie der 911er sind beides, finde ich, ikonische Designs in der Historie von Porsche, die auch ihren Charakter behalten sollen, weil er eben so ist, wie er ist und weil er was Besonderes ist. Und deshalb finde ich, ist das insgesamt ein genauso stimmiges Paket wie beim 911er. Ich finde es wirklich schön und ich freue mich, das Ding mit dem mal zu fahren. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.